Hallo, heute zu meinem neuen Video. Und zwar geht es heute um mein Projekt Aerox, um dann etwas anderes Projekt anstatt das letzte. Ja, dann geht es hier um etwas Besonderes, wie zum Beispiel dann mit einem Malossi Umbrench geht, einem Polini Evo geportet. Mit Ansaugstutzen, Spacer. Ja, das ist jetzt der für 21 mm. Da kommt aber natürlich dann noch der größere drauf, eventuell. Natürlich, eventuell. Sehr schön. Ja. Das ist dann das nächste Projekt. Das Projekt ist jetzt schon was älter bei mir, aber wollte euch jetzt das nochmal vorstellen. Da ich dann dieses jetzt auch weiter bearbeiten, weitermachen werde. Oder das auch mal gesehen hat, was dann noch kommen wird. Hier ist der Ether Kit in Rotor. Ja, dieses ist der Auspuff. 70 Kubik, so ein 70er Auspuff. Ja, und das ist das nächste Projekt, was ich starten werde. So, dann wie es dann weitergeht mit den Verkleidungsteilen, Felgen. Ja, Verkleidungsteil im Innenraum. Was ich mir da noch genau dann noch dazu holen werde und was nicht und wie es aussieht später, wie die Bremsanlage wird zum Beispiel. Ja, was hier für Abdeckung drauf kommt, für Bremshebel, ob ich den Downhill-Lenker nehmen werde oder den. Wie ich das alles noch genau so mache, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Das kommt dann später drauf an. Was für Materialien ich mir besorgen werde. Ja. Aber ich glaube, ich halte ein bisschen so Gold, Bronze, Schwarz, weil die Federbeine und das Federbein hinten so aussieht. Aber ja, das ist jetzt einfach nur die Vorstellung. Den habe ich mich jetzt aus der Ecke geholt und wie auch zum Beispiel hier, wie der Motorblock aussieht und alles, das stand jetzt wirklich lange, lange Zeit in der Ecke herum. Und habe leider keine Zeit dazu gehabt, dies weiterzumachen. Aber jetzt, ja, habe ich irgendwo wieder Lust drauf. Ne? Dank Corona und so hat man jetzt Zeit dazu. Ja, und ja, das wollte ich euch vorstellen. Das ist der erste Schritt. Das ist nur eine Vorstellung jetzt. Und ja, was jetzt als nächstes passiert ist, dann, dass ich ihn halt sauber mache, ein bisschen mehr Zusammenbau wieder. Dass alles mal wieder stimmt, hier zum Beispiel so ein Griff dran und das hier mal festmachen, so schaltermäßig und so. Wie das ist, ob ich da dann den Kabelraum drauf baue, das ist noch nicht ganz klar wegen dem Ether-Kit hier oder ob ich die MVT drauf baue. Das ist alles noch nicht ganz hundertprozentig klar. Ja, nur mal ganz kurz den anderen von mir. Da gibt es dann bald auch noch ein Video drüber. Aber das wollte ich euch jetzt noch nicht verraten, was da kommt. Ja, ja, das ist einfach die Vorstellung. Zum dritten Male gesagt. Und wie es dann weitergeht, was da genau gemacht wird, das könnt ihr dann entweder mache ich Videos schrittchenweise oder ich mache Videos, indem ich euch das jetzt gezeigt habe. Dann eins, wo es dann komplett dasteht. Mit oder ohne Verkleidung ist noch nicht klar. Und dann einmal starten und go, ne? Und einmal fahren. Gut. Schön, wenn ihr reingeschaltet habt. Schön, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet. Und ich freue mich auf euren nächsten Besuch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.